alle Fälle ist das hier der Umkleideraum. Da kriegen Sie natürlich einen eigenen Spind. Oh, wir haben Glück. Das ist ja unser Bäcker. Das ist der Herr Dolmogan hier. Dolmogan. Barat. Bäcker. Jedenfalls wird er künftig mit Ihnen hier die Nachtschichten machen. Tja, und viel Einarbeitung wird wohl auch nicht nötig sein, denn der neue Kollege ist ein Ex-Polizist. Wir kommen schon zurecht. Das will ich schwer hoffen, meine Herren. Also, wenn nichts mehr ist, dann lasse ich Sie mal allein, ne? Geh schon mal in den Zwinger. Zwingerclub? Treppe runter, links halten. Jawohl, komm her. Komm her. Komm her. Komm her, mein Dicker. Ah, ja, Dicker. Ruhig. Ruhig, Lemmy. Ruhig. Jetzt werde ich jetzt um den heißen Brei rumreden, Frau Belzer. Sie haben wunderbare Augen. Aber ich habe auch Augen im Kopf und ich habe sie überall. Also geben Sie es einfach zu. Geben Sie es einfach zurück. Aber warum? Was soll ich denn hier einstecken? Davon geht doch die Welt nicht unter. Was wird das hier? Ich soll Ihnen doch glauben, aber ich bin noch nicht so richtig überzeugt. Sind Sie irgendwie scheiße oder was? Komm, Lemmy. Ach, der Bäcker. Also schon gut. Wenn noch was ist, ich bin in meinem Büro. Bäcker. Und du? Wer bist du nochmal? Lemmy. Lemmy? Ja. Bist aber auch ein Prachtbursche, hm? Ich werde einmal sonst feiern wie das Arschloch dort. Ja, ich muss auch. Ja, mal rein, du Prachtbursche. Ich bin dann mal weg. Hier ist das Schlafzimmer. Hier penne ich, nicht du. Komm. So, hier ist das Wohnzimmer. Hier kannst du pennen. Hier ist das Bad. Naja, egal. Hier ist die Küche. Hast du Hunger? Komm, wir schon mal. Ja?
23,48 Euro. Payback at C. Können Sie das vielleicht zurücknehmen? 21,89. Ja, kriegen wir hin. Hier musst du zweimal schließen. Elektronik hat einen Wackler. Ich habe meine drin vergessen. War wohl Weihnachtsfeier. Ja, aber nicht für uns. Da drüben musst du aufpassen. Haben sie neulich versucht rüberzukommen. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Türken oder sowas. Nichts gegen dich. Ich bin kein Türke, ich bin Armenier. Jedenfalls musst du aufpassen. Und was liegt noch an? Ich dachte, ich gebe meinen Einstand. Mir ist kalt. Und? Bist du dabei? Weiß noch nicht. Hab die Putzladies gefragt. Um die Ecke ist ein Laden, der noch auf hat. Die eine, die ganz hübsche, kommt später vielleicht nach. Verstehe. Nichts verstehst du. Das ist vorbei. Und? Was? Kommst du noch mit, oder was? Vielleicht kurz. Oh, Mann! Ich treffe Orange. Orange, Orange, Orange. Wieso? Ich fühle mich ja betrunken. Willst du nicht wegmachen lassen? Die Tattoos? Mit Laser. Das kostet. Können wir hier nicht einfach sitzen? Ist unhöflich, wenn du nicht mitziehst. Schau mal. Dann will ich mal sehen, dass ich euch einhole. Hallo. Hallo. Frank, machst du mir mal eine Mische Soda und Sprite? Und? Wo ist Lenny? Lenny. Im Zwinger. Danke. Und da lag sie, nackt auf dem Bett. Und ich sag so, ja, sie müssen mit aufs Revier. Und sie, ich finde meine Hose nicht. Da
haben wir erstmal gesucht, die Kollegen und ich. Überall unterm Bett. Nichts, ihre Kleider waren weg. Und was anderes anziehen wollte sie nicht, war ja auch nicht ihre Wohnung. Irgendwie verständen die nach dem, was da passiert war. Du bist ein richtiger Frauenversteher. Will ich nicht frech werden? Hey, das ist was Gutes, Frauenversteher. Na, mach mal drei Mexikaner. Ich weiß nicht, das hört sich irgendwie schwul an. Nein, Rebecca, sag doch auch mal was. Ach, keine Ahnung. Hier, komm. Ex oder Arschloch? Arschloch, steh dazu. Ach, komm. Das glaube ich nicht, Mann. Runter damit. Wie war das jetzt mit der Hose? Ich bin dann los und habe mir Unterwäsche gekauft. Von deinem Geld? Hab's ersetzt bekommen. Erhöhte Dienstaufwendung. Ein Hoch auf den deutschen Rechtsstaat. Deutschland, Deutschland. Komm, Liptinasi. Und wieso bist du nicht mehr bei der Polizei? Das ist eine komplizierte Geschichte. Lass uns über was Schönes reden. Die Liebe, die Frauen. Gegen das System kannst du nichts machen. Aber immer noch besser als woanders. Bei denen zu Hause, da ist Arschlecken mit Grundrechten. Hey, spreche nicht über uns, ja? Wir verstehen hier. Ja, ist ja gut. Und deswegen war es mir eine Ehre, diesem Staat zu dienen. Jetzt echt ohne Scheiß. Kleine Nazi. Ey, was soll das? Keinen Stress, ja? Eierloser Hurensohn. Fuck! Was hast du gesagt, du Arschloch? Was ist los? Sag dich. Ali, komm. Was ist los? Hör auf! Ich ficke dich! Verpiss dich, du scheiß Türke. Hey, hör mal auf! Lass das mal! Lässt du ihn im Ruhe! Hey, lässt ihn im Ruhe! Nein, jetzt sind wir auf einmal die Arschlöcher, oder was? Die haben doch angefangen. Das ist mir scheißegal. Wer sich prügelt, fliegt raus. Das ist meine Kneipe und hier ist das halt so. Da kommt noch ein Kleinen, auf den Schrecken. Nee. Ich zahl doch dafür. Nein, hier ist jetzt Ende oder ich rufe die Polizei. Muss ich raus. Willst du mit? Ein bisschen heftig, oder? Ja. Ist ja vielleicht auch ein bisschen hier. Ja.
Ja. Wer ist das? Sie sind heute nicht nach Hause gekommen. Wo sind Sie denn? Was wollen Sie? Ist irgendwas? Nein. Hallo, mein Schatz. Hallo. Du hast ja ein Kind. Ja? Reflex? Gerne. Und, kannst du noch bei Dennis? Ja. Musst du nicht mal los? Ich pack's mal. Soll ich die Polizei rufen? Na ja, ist schon gut. So sieht das aber nicht aus. Jetzt kümmere dich um den eigenen Scheiß. Na, Kollege, Nachdurst? Na ja. Geht. Wann war unter Abend gestern? Ja. Sag mal, kannst du mir einen Gefallen tun? Soll ich Rieder für dich ficken? Entschuldige, was denn? Ich brauche einen Namen zu dem Kennzeichen. Vielleicht kannst du deine alten Kollegen mal fragen. Wozu? Ach, Becker. Kommen Sie doch noch mal kurz in mein Büro, ja? Ja. Das ist rein privat. Na, keine illegale Scheiße. Nein. Danke. Ah, Becker, einen Moment. So. Ich ja sicher. Sie wissen ja, ich bin spät dran, Feiertagsstress. Kommen Sie einfach mit. Haben Sie da was? Nee, geht schon. Nicht, dass Sie sich noch krank melden, das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Ja, für die Feiertage noch eine Nachtschicht besetzen. Und mit Herrn Dormudan, läuft's gut? Macht sich. Mhm. Gut, gut. Ach, und wegen dieser Sache mit der Putzfrau, Rita Pelzer. Ich weiß ja nicht, was Sie glauben, da gesehen zu haben. Ach. Naja, jedenfalls diese Frau Pelzer, die sollten Sie im Auge behalten. Hier, als kleiner Weihnachtsgruß unseres Unternehmens. Was haben Sie denn da schon wieder gemacht? Gestoßen. Mensch, Becker. Sie haben hier eine echte Chance bekommen. Überspannen Sie den Bogen nicht. Ich kann es mir nicht leisten, dass meine Wachleute wie Schläger aussehen. Sie sind zwar nur Nachtschicht, aber trotzdem. Ich glaube nicht, dass sie was mitgehen lässt, die Rita. Und ich glaube nicht, dass Sie das beurteilen können, Herr Becker. Passen Sie bloß auf, sonst ist Ihre Zeit hier ganz schnell vorbei. Frohe Weihnachten. Hallo, ihr Lieben. Na, sorry, dass es ein bisschen spät ist.
Mensch, der Bäcker. Wie geht's Ihnen denn? Muss. Ich wollte nur was vorbeibringen. Das ist wirklich nett. Und draußen? Drogen oder irgendwas? Kontakt zu den Leuten von damals? Nein, nichts mehr. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Das freut mich aber. Danke, Bäcker. So, liegt was los hier? Kein Wunder, oder? Becker, ich habe was zu deinem Kennzeichen. Ja, richtig. Schuld ist mir in Dicken gefallen. Meine Ex-Kollegen haben mich ganz schön durch den Reifen springen lassen. Du Wagen ist angemeldet auf einen gewissen Dahlmann. Benedikt. Brauchst du die Meldeadresse? Was? Nein. Oder doch, gib mir hier. Timon-Rodenthal-Straße. Das ist da oben, wenn du. Ja, ich weiß, wo das ist. Dankeschön, ne? Bester Typ. Das ist privat. Niemand. Wenn ich will, krieg ich sowieso raus. Ich war Bulle. Bachert, komm, lass mich durch. Ich will wissen, was mit diesem Dahlmann ist. Was? Was willst du von mir? Ich will dir helfen, du Arschloch. Ich habe auch mal Scheiße gebaut, aber das ist vorbei. Das Wichtigste ist doch jetzt, dass du mit Gottes Hilfe die gleichen Fehler nicht nochmal machst. Was war das? Zählt nicht mehr. Das ist gut, Menschenscheiße. Du willst wissen, wer Dahlmann ist? Ich werde dir erzählen, wer Dahlmann ist. Ich habe seine Frau und sein Kind weggemacht. Beide, vor 18 Jahren. Aber das zählt ja nicht mehr.
Hallo. Hallo. Und jetzt? Er hatte einen Riesenschnauzer, ja? Und dieses, ja, die ganze Zeit nur immer Leberwurst. Erzähl keinen Scheiß. Nein. Warte mal. Mit dem Scheiß hier! Ja, was ist meine Wohnung, oder? Ist denn irgendwas weg? Ich meine, haben die irgendwas mitgenommen, oder? Keine Ahnung. Drecks-Junkies, Rumänen oder was weiß ich, keine Ahnung. Wenn du willst, kannst du erstmal bei mir pennen. Das ist keine gute Idee. Wieso? Ich will das aber gerne. Ich bin nicht so gut mit Menschen. Bin nicht blöd, Becker. Du hast gesessen, das weiß ich. Ja und? Ja und? Gar nichts und. Ich will es nicht wissen. Das interessiert mich alles nicht. Wer du jetzt bist, darum geht's. Wer bin ich denn jetzt? Ein Arsch bist du. Und deine Wohnung ist auch ganz schön im Arsch. Dein Junge? Was soll mit dem sein? Na, komm ihn hier. Der kriegt sich schon ein. Na ja, ein Hund mag er. Das ist doch schon mal was. Wir brauchen noch Hundefutter. Nicht beim Fressen. Mag er nicht. Ich kann dir auch ein paar Fächer im Schrank freiräumen. Ach. Becker, kommen Sie bitte. So, Herr Becker, ich habe den Sachverhalt soweit aufgenommen. Wir werden Ihre Angaben überprüfen und Herrn Dahlmann. Ansonsten bleibt es bei der Anzeige gegen Unbekannte. Und jetzt? Ich muss Sie bitten, mir den oberen Teil noch auszufüllen und zu unterschreiben, dann ist das soweit erledigt.
sind auf Bewährung, ist das richtig? Was hat denn das damit zu tun? Das heißt, zu der Rocker-Szene oder anderen Gruppen haben Sie keinen Kontakt mehr. Richtig? Ja, das ist richtig. Wie gesagt, wir werden Ihre Angaben überprüfen. Kann aber dauern. Ja. Und? Ey, finden Sie das eigentlich richtig? Ey, verpiss dich, du Wichser! Komm, geh weiter! Was machst du denn? Willst du jetzt mal? Es ist voll lahm. Wir können gegeneinander. Ich bin mit Mama. Ja, wir müssen aber auch gleich mal rein. Ich hol mir mal einen Drink. Du bleibst bei Becker, ja? Ich komm mit. Willst du auch was? Nein. Komm. Hallo. Hi. Was machst du hier? Ich war im Kino. Ah ja, klar. Du weißt noch, wer ich bin? Hm? Maya. Hm? Und du, was machst du so? Hallo, René. Hallo, Elke. Hier bist du. Ja. Das ist Maya. Elke. Volker. Ja, ich bin Rita. Frohe Weihnachten. Hallo. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Das ist Timo. Wohnst du jetzt hier irgendwo? Nein, wir sind mit dem Auto hier. Ja. Wir müssen mal rein. Komm. Tschüss. 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 Thank you.
weiß gar nicht, wie ich... Ich bin hier. In diesem Scheißladen, also. Ich wollte nur sagen, was ich getan habe, es tut mir leid. Was ich Ihnen, Ihrer Familie angetan habe, es tut mir wirklich leid. Ach so, ja, okay. Und, geht's Ihnen jetzt besser? Naja, wo Sie es gesagt haben, fühlt es sich gut an. Nein? Und ich? Was meinen Sie, wie ich mich jetzt fühle? Besser, schlechter, gleich? Ich weiß nicht. Nein, wohl nicht. Keiner weiß das. Sie kennen mich nicht. Nein. Ich war früher ein ziemliches Arschloch, bevor ich meine Frau traf. Viel verdient, das Geld gleich wieder rausgeschmissen für allen möglichen Scheiß. Hauptsache, das Rad drehte sich weiter. Und immer schneller. Und dann bin ich Dana begegnet. Sie war gut für mich. Hat mich runtergebracht, bin ruhiger geworden, solide, Haus gekauft und danke. Lilly, das war ihr Name. Der Name meiner Tochter war Lilly. Ja, ich weiß. Jetzt ist sie tot. Erschossen. Genau wie meine Frau. Und sie sitzen da und egal, was sie sagen, es wird nichts daran ändern. Sie sind einfach beide tot. Und mal ehrlich, das soll sich auch nicht besser anfühlen. Auch nicht für sie. Aber bei ihnen geht's ja jetzt gerade wieder los, was? Nette Frau und der Kleine. Da haben sie jetzt sogar zwei Familien. Ihre Tochter von damals ist ja schon richtig erwachsen geworden. Und hübsch, die Kleine. Die hat damit nichts zu tun. Bei den Jungen scheint sie auch ganz beliebt zu sein. Ständig schwirren da welche rum, wie um einen Honigpott. Soll ich Ihnen sagen, wie alt Lilly jetzt wäre? 22. Letzte Woche jetzt Geburtstag gehabt. Immer knapp vor Weihnachten, total undankbar. Sie wäre jetzt eine junge Frau. Wir hätten die ganze Pubertät hinter uns. Das Gezicke, die Kämpfe, die ersten Freunde. Wahrscheinlich würde sie jetzt studieren. Sie war ein neugieriges Kind. Wollte immer alles ganz genau wissen. Deshalb ist sie damals wahrscheinlich auch aufgestanden. Entschuldigung, ich muss mal kurz auf Klo. Und jetzt? Was machen wir hier eigentlich? Reden. Ich will eine Lösung. Wofür? Ich kann Sie ja verstehen. Ich will auch gar keine Vergebung oder irgendwie sowas. Aber mein Leben. Was verstehen Sie? Was wissen Sie schon von mir? Wissen Sie, wie ich lebe? Nein, weiß ich nicht. Ein Scheißdreck, wissen Sie.
Ich bin arbeitsunfähig, war immer wieder in psychiatrischer Behandlung. Die Bank frisst mich auf und jetzt wollen Sie mir auch noch das Haus wegnehmen. Es tut mir leid. Aber Sie wollen ein neues Leben anfangen. Haben abgesessen, haben wahrscheinlich ein Recht darauf, oder was? Und was ist mit mir? Wieso bekomme ich kein neues Leben? Aber Sie müssen aufhören damit. Was mache ich denn? Ich weiß, ich kann hier nichts wieder gut machen oder so, aber ich habe dafür gebüßt. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Sind Sie jetzt ein anderer Mensch? Irgendwie schon. Nein, sind Sie nicht. Das haben die Ihnen vielleicht eingeredet. Und das wollen Sie auch gerne glauben, aber Sie sind immer noch derselbe. Aber ich habe jetzt ein ganz anderes Leben. Ja, was soll ich jetzt sagen? Meinen herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich will jetzt gehen. Ich will nur, dass wir jetzt klar sind, jetzt, wo wir miteinander geredet haben. Was sollte klar sein? Ich will mich nicht dauernd umgucken müssen. Vielleicht sollten Sie aber genau das. Öfter mal zurückblicken. Und nicht so tun, als wäre das alles nur der böse Traum von jemand anderem. Ich lebe immer noch da drin. Ich bin irgendwie auch ein Opfer von damals. Wie bitte? Was wollen Sie damit sagen? Na, ich meine nur, nicht nur Sie haben damals was verloren. Was glaubst du eigentlich, wie du bist? Dreckiger Mörder! Hallo, komm her! Du, Sie verlassen bitte das Restaurant. Ja, ich gehe ja schon. Ist okay, ja. Oh, tut mir leid. Ist nichts passiert? Willst du noch ein bisschen draußen bleiben? Nein, mir ist kalt. Dann gehen wir rein. Okay. Wir können ja auch drinnen was spielen. Ja, okay. Schieß doch. Ja, schieß. Da, ja, schieß. Da, ja. Zeig mir mal was. Was muss ich machen? Ja. X ist Schießen, Kreis ist Deckung und lauft mit dem Ding hier. Na, was macht ihr denn da? Spielen. Wer gewinnt? Der ist noch schlechter als du. Ich muss jetzt echt mal los. Bis dann. Musst du da stehen bleiben? Wieso? Mach mich nervös. Setz dich. Mahlzeit. Was ist das? Currywurst, Pommes, ganz normal. Das ist normal. Gesundes Essen ist normal, zu Hause gekocht. Man muss auf seinen Körper achten. Das würde ich irgendwann mal umbringen. Dieses Stück Schwein. Wird sich wie ein Korken in deinen Adern festsetzen. Dann, bumm. Du bist ja nur neidisch, weil du das nie essen darfst. Ich bin Armenier. Christ, kein Moslem. Mir ist scheißegal, wer du bist. Aber bleib von meinem Essen weg.
Was ist denn? Hm? Hast du schlecht geträumt? Geht gleich wieder. Ich bin da jemand begegnet. Und? Das macht mir Angst. Du bist doch so ein kräftiger, starker, schöner Typ. Hast doch keine Angst. Und nee. Was ist denn? Nichts. Schläft noch. Willst du wecken? Okay. Fragst, ob sie einen Kaffee will. Oh, oh. Komm her. Komm her. Timo! Nicht, Junge. Du schneidest dich. Wir gehen jetzt sofort rüber zu Frau Jedenwald. Oh, Mama! Sofort, Timo! Du bringst das hier in Ordnung.
Was machst du hier? Was machst du hier? Ich hab schlecht geträumt. Und jetzt? Komm mal mit. Ich will auch so eins. Was? So ein Tattoo. Kannst du mir so eins machen? Aber nicht sowas. Lieber was Cooles. Was ist was Cooles? Ein Hubschrauber. Na, Hubschrauber ist schwierig. Und was ist denn hier los? Nix. Sieht mir aber nicht so aus. Ist dir etwa Eis? Beck hat's erlaubt. Und da malt mir auch gerade einen Hubschrauber auf die Hand. Ja. Ist euch nicht kalt? Nö. Ich will auch was. Jetzt mal ich dir einen Hubschrauber. Fertig. Das wird dann fett werden. Hm? Sieht cool aus. Wir kommen gerade rein. Lemmy? Habt ihr Lemmy dabei? Er kommt gar nicht. Ja, bis dann. Nee, lass mal lieber, komm. Ist dir nicht kalt? Jetzt lass den Bäcker mal in Ruhe. Es geht nicht. Tut mir leid, wir haben es versucht, aber ich... So wie ich hier lebe und ich kenne so Männer wie dich, aber... Timo, jetzt geh mal in dein Zimmer, lass uns mal allein. Ich will dich auch gar nicht verändern oder dich an die Leine nehmen, aber... Ich lass mir auch nicht in die Wohnung scheißen. Ich hab ein Kind. Verstehst du das? Tja. Kannst du mich auch mal angucken?
der Anschluss der Dahlmanns. Dana, Benedikt und Leli sind gerade nicht zu Hause. Hinterlassen Sie denn die bitte eine Nachricht. Und ja, hier ist Becker. Vielleicht kann ich Ihnen helfen mit dem Haus. Gibt's ja noch. Sieht so aus. Mit dir reden. Was ist das für eine Sache, von der Lenzer redet? Das ist ein Lagerhaus. Könnte was sein. Muss aber schnell gehen. Warum denn der Stress? Ich brauche die Kohle. Plus einen Kredit von euch. Eine Menge und so fort. Kredit? Wofür? Ist was von früher. Mein Ding. Mein Ding, das gibt's hier nicht mehr, das ist klar, oder? Gibt's da was, was wir wissen sollten? Sollen wir uns darum kümmern? Nein, nein. Entschuldigung, bin damals. Na gut, dann zieh das mal glatt. Übrigens, wir haben da noch was, was dir gehört. Nicht rangehen? Ja. Ja, jetzt beruhig dich mal. Ja, ja. Wo bist du? Ist gut. Er jetzt auch wieder, oder was? Ich mach das schon. Hab
doch gesagt, es wird geregelt. Dann soll der Zahlen und Schluss ist. Wie viel? 26,20. Ja, was willst du noch trinken? Ist gut jetzt. Anna, die Lehrer, wo ist es hier? Hier kann er in das Artnatz nun. Eins behind schön geht nun. Nur ist es mir das? Jef eis Martik auf Keren. Um es eis Kischer, weil Jamin berel eis dich. In Gurtzin gerne rein. Kommt rein. Willst wohl nicht allein mit dir sein? Wir haben doch noch Messe im Kühlschrank, oder? Jetzt kommt rein. Nee, lass mal. Schön gut. Kommt schon rein. Komm, warum nicht? Es ist spät schon. Ist alles fertig. Ist keine Arbeit. Okay. Sieht auch fertig aus. Hat dich Rita nicht schlafen lassen? Kriegst du mal das Maul auf? So, muss das Gequatsche mal sein? Nein, muss nicht sein. Hier, Kohle von gestern, danke. Mach jetzt meine Runde. Fängst du hinten an? Hört. Ich bin jetzt hier durch. Wo bist du? Na hinten, ich mache alle zwei. Ja, ist gut. Becker? Ja, was? Die Anzeige sagt, dass die Ladezone nicht gesichert ist. Das ist sicher der Butler. Ich kümmere mich drum. Komm.
Wo warst du denn? Ich war bei Barat im Krankenhaus. Ich habe die ganze Zeit versucht, dich anzurufen. Was für eine Scheiße war denn da schon wieder los? Ich weiß gar nicht, wo mein Handy ist. Sondern das kann Grund sein. Ja, du weißt genug. Bist du bescheuert? Gib Geld! Was soll denn das? Ach, das war's jetzt, ja? Mehr sagst du nicht. Sprichst du nicht mehr mit mir, oder was? Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Ich muss noch was erledigen. Da bin ich hier nur eine Fickmatratze für dich, oder was? Rita, lass mich bitte durch. Ach so, möchtest du lieber wieder mit deinen Jungs auf der Zelle rumficken, ja? Nee. Nie wieder sagst du das zu mir. Du Fotze. Ganz schön übermütig, dein Knackenkollege. Ihr kriegt es schnell wieder. Du wirst zahlen. Das weiß ich. Hallo Rita, ich bin's, Becker. Ja, ich weiß nicht, ich wollte... Kann ich zu dir kommen? Ja, ist gut, ich komme. Bis gleich. Rita? Rita! Timo! Entschuldigung, sind Sie Bekannte von die Frau Pelzer? Was ist mit ihr? Hier war alles Polizei, Krankenwagen. Es war laut. Wo ist sie? In San Vinzenz. Und der Junge? Der war in die Betreuung, Gott sei Dank. Der hat nichts mitgekriegt. Ja, wo ist er denn? Bei mir drüben. Kann er noch bei Ihnen bleiben? Ja, machen Sie keine Sorgen. Ich muss ins Krankenhaus. Kann so lange bleiben, wie er will. Danke. Nein. Nein.
Ist Timo noch bei Frau Jelmatz? Der hat nichts mitgekriegt. Das hast du nicht verdient. Den ganzen Dreck. Er hat versucht, mich zu vergewaltigen. Ich will, dass du weißt, wer das ist. Nein, ich will das nicht. Ich will das nicht hören, nicht jetzt. Na gut. Ich kümmere mich darum. Ich komme morgen. Ganz früh. Gut. Gibt's einen Kaffee? Na was? Hier ist der Anschluss der Dahlmanns. Dana, hallo. Benedikt und Leni sind gerade nicht zu Hause. Hinterlasst bitte eine Nachricht. Und Herr Becker hier. Ich bin in einem Gasthof. Zur alten Post. Ich warte hier auf Sie. Haben Sie verstanden? Ich warte hier. Besser als hinterm Steuer einschlafen, ne? Wohin müssen Sie denn noch? Weiß nicht. Ich warte hier nur.
Ugh.